Недостатньо тривожити темні сторінки минулого. Передусім варто впустити світло в майбутнє. По същество, історията е опита на човечеството. Трябва да сме обективни за миналото си, защото без този опит сме обезоръжени от правото си да знаем кое е правилно и кое не е. Паметта е единственото изкупление за грешките от миналото. On se rappelle parce que c'est une cicatrice impensable de l'humanité. On a besoin de comprendre de quoi les êtres humains sont capables. »1943 kam der Luftkrieg nach Deutschland. Hamburg wurde bombardiert durch alliierte Luftkräfte. Man nennt es auch das sogenannte Moral-Bombing. Die Moral, die Unterstützung für das NS-Regime sollte gebrochen werden. Es wurden vor allen Dingen sogenannte Arbeiterviertel getroffen. Es wurden auch Industriewerke getroffen, aber auch eben breite Teile der Stadt. Heute, 70 Jahre danach, gedenken wir den Opfern der Operation Gomorra, der Bombenopfer. Ja, wir befinden uns auf dem Ohlsdorfer Friedhof am Bombenopfer-Sammelgrab. Man sieht hier draußen einen Teil von der kreuzförmigen Anlage. Es sind ungefähr 34.000 Opfer hier begraben, die bei dieser Bombardierung ums Leben kamen. Auf den Querbalken stehen die Namen der Stadtteile, die besonders betroffen wurden. Hier drin sind wir in dem Mahnmal, was dann Anfang der 50er Jahre dazugekommen ist. Das Zentrum des Mahnmals ist eine Personengruppe aus der griechischen Mythologie. Das ist alles sehr trostlos, sehr kalt, sehr wuchtig. Also die Symbolik hier in dem Mahnmal nimmt nicht Bezug auf christliche Metaphorik von Erlösung oder Vergebung oder Auferstehung, sondern es ist im Grunde der Ausdruck einer Ratlosigkeit der 50er Jahre, überhaupt mit der schwierigen Thematik Bombardierung deutscher Städte und Bombardierung Hamburgs umzugehen. Je pense que le plus important, c'est de rappeler à l'humanité que nous avons en chacun de nous la possibilité de rendre le monde meilleur pour nos enfants et pour la postérité. Щоб уберегти нас від помилок минулого та не повторювати їх у майбутньому. Il est tellement impensable que les tentations de repousser et d'oublier et de nous sortir cela de la tête soient aussi réelles. Über lange Jahre hin haben Neonazis versucht, diesen Ort für sich zu vereinnahmen und haben hier ihr Gedenken abgehalten mit überhöhten Opferzahlen, haben versucht, die Geschichte zu verfälschen. Und um dem etwas entgegenzusetzen, hat sich ein Bündnis gebildet aus verschiedenen Institutionen und Vereinen und hat ein Friedensfest gegründet. Ja, jetzt im fünften Jahr findet das Ohlsdorfer Friedensfest statt. Dieses breite Bündnis versucht, sowohl unterschiedliche Gruppen mit einzubeziehen in das Gedenken, als auch unterschiedliche Formate aufzunehmen. Also wir haben glücklicherweise regelmäßig die Jugendlichen unserer Jugendcamps, die sich daran beteiligen und die ihre Vision von Gedenken und Erinnern mit einbringen. Wir haben Musikveranstaltungen, wir haben Film, wir haben Gespräche zwischen den Generationen. Also ein ganz breites, buntes Fest. Und bei diesem Fest feiern wir, dass wir eben schon Jahrzehnte jetzt in Frieden und Demokratie leben können und Werte auf Werte bauen können, die eben vor 70 Jahren alles andere als selbstverständlich waren.
Wir würden uns freuen, wenn wir dieses Jahr ganz viele Zuschauer und Besucher hätten beim Friedensfest und hoffen, dass ihr auch dabei seid.